Hallo meine Lieben, unsere Reise geht weiter, Frösche als Persönlichkeiten. Und heute wollte ich euch meinen Lieblingsfrosch präsentieren. Das ist ein Engelchen oder ein Schutzengel. Wer braucht das nicht? Und nach dem Intro geht es los. Hallo, ich bin Dara, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Nach langen Jahren Experimentieren, Studieren, Unterrichten, Malen habe ich mein eigenes Stil entwickelt und seit 2018 male ich Frösche als Persönlichkeiten. Und meine Tochter sagte mir, Mama, wenn du weiter so machst, siehst du selber wie ein Frosch aus. Und das könnt ihr auch sehen. Und jetzt mehr über die Frösche. Das ist eine sehr gute, sehr interessante Frage, weil Inspiration hole ich immer aus meinem Leben. Und ich erzähle euch eine Geschichte, das war vor fast, das ist guten 3 Jahren. Ich liebe Autofahren über alles, ja. Und vor 4 Jahren hatte ich eine Technik kennengelernt, das ist die Neurografik. Und ich war so drin, ich bin ab und zu, wenn ich etwas will, da bin ich drin, dann mache ich, dann tue ich, da vergesse ich den ganzen Wildrum herum. Und so bin ich nach dem Streit mit meinem Freund in ein Auto gesessen, da bin ich gefahren. Und weiter kann ich euch sagen, das war so die Gefühle, Emotionen pur. Und bin ich dann gefahren, dann habe ich wirklich von mir so grün gesehen und das war alles im grünen Bereich, ja. Und plötzlich an der Ampel fährt ein Auto in mir mit voller Kraft und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wo wirklich, wenn die Leute sagen, dass das ganze Leben geht so mit dem Bilder. Und als die Feuerwehrkräfte kamen und so, das war, sie haben gesagt, die haben einen Engel, sie haben einen Schutzengel. Das ist der Wunder, ist passierte, weil noch ein Millimeter und dann sollten die Feuerwehrleute mich aus dem Auto rauszuholen. Und bei der Frau, die in mir gefahren ist, ist es auch nichts passiert. Das waren nur 2 Auto, total Schaden. Keine könnte feststellen, wer hatte recht, wer hatte nicht recht. Das war 50-50. Aber für mich war das dieses immer wieder Gefühl, dass wir nicht alleine sind, dass es gibt eine Kraft, eine Energie, die uns beschützt, ja. Und diese Engel sollte euch zeigen, Leute, ab und zu stoppt uns Leben, ja. Ab und zu ist das die Momente, wo wir zu viel machen, zu viel tun und vielleicht etwas gemacht haben. Naja, so wie gesagt, bei mir war der Auflöser der Streit vorher, ja, und das ist man in so einem Zustand, wo man nicht so genau weiß, was man macht. Ich weiß nicht, in welchem Zustand, weil die andere Frau, sie ist aus dem Auto gestiegen und hat nur geschrien, ich hatte grün und ich habe nur auf sie geguckt. Ich hatte auch grün, ja, aber das könnte doch nicht so sein. Und so ist, dann bin ich nach Hause gekommen, ich war schockiert und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist die Zeit, diesen Engel, der mich schon lange beschützt, auf Papier zu bringen. Und ja, das hat mir, immer wenn ich auf den gucke, da bin ich ruhig, entspannt und ich sage, ich bin nicht alleine. Da gibt es die Kräfte, die uns alle beschützen. Ja, in diesem Fall eine sehr, sehr, sehr tiefere Bedeutung, weil es ist alle diese feine Substanzen für mich. Das ist dieser ewige Himmel und keiner hat einen Engel gesehen, aber wenn wir biblische Geschichten sehen oder Ferishtar, ich komme aus Usbekistan, das ist meistens verwendet man weiß oder blau. Und da hatte ich mir gedacht, okay, das sollte ganz ruhiges Bild sein mit weiß und blau, aber die Augen müssen leuchten und uns so ein bisschen sagen, so meine Liebe, ich passe auf dich auf, ich bin jetzt für dich da, deswegen die Augen in diesem Fall richtig leuchtenden, dass man so sich auch ab und zu sozusagen fallen lassen kann und so weiter, deswegen habe ich den Kontrast genommen, Augen von Engel sollten leuchten und wenn das Bild mit Fluoreszenzfarbe so Lampe beleuchtet ist, dann ist das auch vorne, wo die Hände so hält, dann ist das auch die leuchtende Farben und sie sagen, dass Mann oder Frau oder die Menschen immer aus dem Herzen Entscheidung treffen sollten und dass es dieses Licht in uns weitertragen sollte. Ja, das ist immer spannend, wie das nach der Idee weitergeht. Eigentlich alle meine Frösche als Persönlichkeiten trage ich in mir, in meinem Herzen. Und in diesem Fall war die Entscheidung ziemlich schnell, dass ich dieses Engel zeichnen sollte.
Und ich wüsste ganz genau, dass das so wie ein Gebet sein sollte. Insoweit, das war schnelle Skizze, schnelle Entscheidung. Und kann man sagen, fast zicke-zacke, die Engel haben mir geholfen. Und ich war ganz happy, als ich mein Bild schon in meiner Wohnung auf der Wand gesehen habe. Und jetzt kann ich nur euch sagen, glauben Sie an eure Engel, lieben Sie sich selber, gehen Sie in sich hinein, handeln nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz. Und wenn es euch meine Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen auf eure Like, auf eure Kommentar, auf eure Fragen und bis zum nächsten Mal. Eure Dara.